Wir arbeiten 3-4 Jahre auf ein Ziel hin. Und man hat immer volle Stadien. Man ist im Meisterrennen, man ist in der Meisterschaft immer noch dabei. Und auf einen Klapp, Stopp. Meisterschaft unterbrochen, natürlich auch wegen der ganzen Corona-Problematik. Was heisst das für einen zweifachen Trainer des Jahres? Was heisst das für einen Trainer, für einen Meistertrainer der Berner Young Boys? Ich freue mich, dass wir heute mit dem Jerry Sewani darüber reden dürfen, was er jetzt macht. Und freue mich riesig, dass er heute zu Gast ist bei uns, bei Business Media Online. Jerry Sewani, herzlich willkommen bei uns, bei Business Media Online und danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Jerry, du bist jetzt wieder über längere Zeit, also eigentlich 3-4 Jahre, 1:1 mit deinen Spielern in Kontakt gewesen, mit deinen Mitarbeitenden. Und ich weiss, du brauchst das auch ein bisschen. Du brauchst die tägliche Arbeit auf dem Platz und du brauchst die Zusammenarbeit mit den Menschen. Und jetzt ist einfach auf einen Klapp alles stillgelegt. Was machst du jetzt, Jerry? Hallo zusammen zuerst einmal. Danke, dass ich da dabei sein darf. Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Phase für alle. Vor allem für die Jobs, die eigentlich vom Kontakt mit den Mitmenschen extrem leben, die die täglichen Berührungspunkte eigentlich so ein bisschen als zentrale vom Job haben. Und darum sind wir natürlich in dem Moment sind wir irgendwo im Unsicheren. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Ein Haufen offene Fragen. Und da muss ich ehrlich zugestehen, die ersten 10 Tage, 2 Wochen war das ein ganz komisches Gefühl gewesen, weil dir einfach das fehlt, was du am liebsten machst. Und du bist ein bisschen im luftleeren Raum. Ich glaube, das darf auch so sein. Wenn man eine Unsicherheit hat, dann fehlt auch ein bisschen das Gewissen, wie geht es jetzt weiter, was passiert mit dieser Situation. Und ich glaube, das darf auch Platz haben. Wichtig ist, dass man irgendwann nachher wieder auf eine Spur kommt, dass es nach vorne soll gehen. Ich habe mir in den letzten 2 Wochen so ein bisschen einen Plan aufgestellt, was ich gerne ein bisschen machen möchte. Und versuche aus dieser Schwierigkeit, aus dieser schwierigen Phase, eine gute Chance zu nutzen, um mich und meine Mannschaft und meine Leute ein bisschen weiterzuentwickeln. Da habe ich zuerst mal ein bisschen eine Analyse gemacht von der Mannschaft, vom Sportlichen, einen Ist-Zustand, auch wo stehen wir so ein bisschen, sagen wir mal sportlich, wo stehen wir auch in der Zusammenarbeit im Staff, was kann man noch verbessern, das ein bisschen versuchen für sich oder vielleicht auch mit dem einen oder anderen Staffmitglied mal ein bisschen aufschreiben, was ist positiv gewesen, das wollen wir unbedingt machen und wo sehen wir Verbesserungschancen. Und dort, wo ich Verbesserungschancen auch sehe, bereits ein bisschen versuchen, eine Strategie zu entwickeln. Wie können wir das verändern? Wie will ich das ändern? Kann ich jetzt vielleicht schon mit dem einen oder anderen Gespräch etwas ein bisschen verändern, wo mich vielleicht ein bisschen gestört hat? Ich nutze die Zeit auch, um ein bisschen zu recherchieren. Was machen die Besten? Wie trainiere ich andere Mannschaften? Was machen andere Trainer? Und versuche mich so irgendwo auch selber und persönlich weiterzuentwickeln. Ich glaube aber, dass in dieser schwierigen Phase jeder von uns sich weiterentwickeln kann, weil die Krise die hat alles zum Stilllegen gebracht und das soll uns ein bisschen nachdenklicher machen, wie unsere Zukunft soll aussehen und versuchen, aus dieser Krise gestärkt rauszukommen und das Potenzial ausnutzen können. Also, du bist in dem Fall dich gleich jetzt schon wieder am Weiterentwickeln, finde ich eigentlich sehr spannend. Obwohl, dass man ja nicht weiss, also ich habe vieles gelesen jetzt auch, viele Super League Clubs, bei denen geht es jetzt wirklich zum Teil auch wirklich ans Leben und das nackte Überleben. Und die wirtschaftliche Herausforderung, jetzt zum Beispiel gerade für die Young Boys, was bedeutet das für die Berner Young Boys? Was heisst das für eure Löhne? Was heisst das für das Budget der Berner Young Boys? Jetzt so viel, als du überhaupt kannst sagen, oder? Jetzt im Austausch mit deinen Führungsleuten. Ja, das sind natürlich Themen, die eher auf anderen Etagen besprochen werden, aber da kommen sicher einiges mit über. Es ist klar, dass wir wie alle Branchen, wie alle KMUs unglaublichen Einbruch von Einnahmen haben. Und für das, wenn du keine Einnahmen hast, sind irgendwo auch die Ausgaben beschränkt, respektive auch die Löhne. Was in dieser Krise natürlich jetzt ein bisschen entsteht, ist gewisse Solidarität, das ist sicher etwas, das auf allen Ebenen wird stattfinden, bei allen KMUs, bei allen
Firmen, dass man sich jetzt extrem solidarisch muss zeigen. Im Moment, durch die vergangenen zwei erfolgreichen Jahre, hat der Verein sicher gute finanzielle Rücklagen. Trotzdem suchen wir auch mit der Mannschaft, mit den Spielern irgendwo Wege, wo wir uns solidarisch können zeigen für andere Leute im eigenen Betrieb. Und das ist sicher auch eine Chance, dass man aus dieser Krise nachher gestärkt rauskommen kann. Es ist klar, dass wenn wir nicht mehr spielen können, dass unglaubliche finanzielle Einbußen für alle Vereine werden kommen. Und dann wird sich der Fußball anders entwickeln, als man vielleicht erwartet hat. Aber das bringt natürlich jetzt auch Chancen. Man muss innovativ sein. Man muss jeder in seinem Bereich in der Zukunft sicher flexibler werden. Also das Thema Weiterentwicklung ist für dich ja absolut zentral und wir kennen uns ja schon lange, Jerry, und du hast für mich eine extreme Weiterentwicklung gemacht und du hast nicht mitunter jetzt sehr lange auf die Chance hineingeschafft als Profitrainer, bist sogar jetzt ja, innerhalb von einem Jahr zweimal Trainer des Jahres gewesen, aber was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass du 8 Jahre lang dich vorbereitet hast auf die Chance, wo du nachher die Möglichkeit gehabt hast, beim FC Luzern als Profitrainer einzusteigen. Aber jetzt sag mir mal, wie kann man sich 8 Jahre lang auf eine Chance vorbereiten, wo man gar nicht weiss, ob sie jemals kommt? Was muss man da für einen unglaublichen Biss haben oder für einen Willen haben, wenn man gar nicht weiss, passiert das irgendein ist? Ja, ich denke, ganz am Anfang muss jeder für sich zuerst einmal entscheiden, welchen Weg will er gehen, wohin will er. Oft wird man in eine Situation reingedrängt, wo man vielleicht selber gar nicht will. Oder man hat einen Traum von einem Job, aber ist sich nicht ganz bewusst, was der Job alles bedeutet. Also wenn man Super League Trainer ist, muss man sich einfach auch den Medien stellen. Man muss können mit Kritik umgehen, man muss die Verantwortung können tragen. Bei einem KMU wird das ja, plus minus ähnlicher sein. Ich muss die Verantwortung für meine Mitarbeiter tragen, muss wichtige Entscheidungen treffen. Bin ich der Typ, der das überhaupt will, der das vielleicht auch das unbedingt da was irgendein machen, das ist der erste Entscheid. Wenn man den Weg klar vor Augen sieht, dort möchte ich eigentlich hin, dann hast du meistens ganz viel Herzblut dabei, viel Leidenschaft und dann geht es natürlich über eine längere Zeit, wie wir 8 Jahre, dass man sich viel Wissen muss aneignen. Einerseits Fachkompetenz, das lernt man sicher über Theorie, über Kurs, sicher auch über das Schaffen. Aber oft, wenn man natürlich in einem Job aufsteigt, steigt natürlich auch irgendwo die Verantwortung und vor allem wird je weiter hoch, dass man geht, sage jetzt mal auf der Karriereleiter, ist immer viel, viel wichtiger, können richtig führen, korrekt führen, die Skills, die man muss drauf haben. Und für das muss ich sagen, ist sicher empfehlenswert, wenn man einen Mentor hat auf seiner Seite, wo einem unterstützt, wo einem auch ein Feedback gibt, wie man sich weiterentwickeln kann. Eine andere Variante ist sicher auch Schulungen oder Seminare zu suchen, wie ihr auch anbietet, mit Schulungen, wie man sich weiterentwickeln kann, nicht nur im Fachwissen, sondern auch der Persönlichkeit, dass ich irgendwo auch als Mensch reife, dass ich diesen grossen Aufgaben dann nachher abwachse. Super, sehr spannend. Jerry, ich möchte dir ganz herzlich danken sagen, dass du in dieser Situation jetzt Zeit gehabt hast für uns. Ich schätze das extrem. Ich wünsche dir beste Gesundheit, dir und deiner Familie und hoffe für dich auch, dass die Zeit weiterhin so gut kannst nützen und dass dann irgendeines wieder losgeht und dass das stimmt für dich und für deine Mitarbeiter. Danke vielmals, ganz eine gute Zeit und bis bald. Um die Aussagen und das Gespräch mit dem Jerry Sevane in den Kontext zu bringen, auch von unseren KMUs, von unseren Führungsleuten, die bei uns jetzt zuschauen, habe ich mir 3 Sachen rausgenommen, 3 wichtige Punkte, die ich aus dem Gespräch mitnehme. Das würde ich dir gerne zeigen. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt haben wir viel Zeit. Und so nach der ersten Zeit auch von der etwas Machtlosigkeit, Orientierungslosigkeit, sind wir langsam ein bisschen angekommen jetzt. Und der Jerry Sevane nützt die Zeit. Also er schaut jetzt, okay, jetzt machen wir mal eine Analyse. Gerade jetzt, wo sind wir? Wo sind meine Spieler? Wo ist meine Mannschaft? Wo ist mein Staff? Und was machen jetzt andere? Was machen jetzt die Besten? Wo müssen wir uns noch entwickeln? Wo können wir noch besser werden? Ein KMU,
Ein Unternehmen. Ich kann jetzt schauen, was haben wir in der Vergangenheit gut gemacht, wo stehen wir, vielleicht auch im März, und was müssen wir jetzt machen, in der kommenden Zeit, was wir noch besser machen können, wo wir noch ansetzen können, wo wir noch neue Produkte entwickeln können, wo wir noch mehr Umsatz generieren können. Ich finde das extrem wichtig, dass man jetzt bereits sich fit macht und schaut, okay, wie ist unsere Standortanalyse und was können wir besser machen. Die Zeit, die jetzt ist, ist sehr, sehr wertvoll. Der zweite Punkt, der sehr zentral ist für Jerry und auch für Berner Young Boys, ist Solidarität. Solidarität, weil in einem Sportverein ist nicht nur die erste Mannschaft, sind nicht nur die Spieler und der Staff, sondern da ist eine ganze Wertschöpfungskette, vom Catering bis zum Stadiondienst. Das sind externe Firmen, das sind eigene Leute und da hängt so viel zusammen. Und da braucht es jetzt einfach ein Miteinander, vielleicht sogar ein Verzichten, in gewissen Momenten vielleicht auch einen finanziellen Verzicht, damit man langfristig noch weiterhin erfolgreich wieder arbeiten kann. Das ist für ihn sehr zentral und steht auch jetzt im Fokus, zum Beispiel gerade von Sportvereinen wie Berner Young Boys. Und der dritte Punkt ist, jetzt haben wir Zeit. Und jetzt ist vielleicht genau die Zeit, um sich einmal wirklich Gedanken zu machen, was will ich eigentlich? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Wofür brenne ich? Wo schlage ich aus? Und wo kann ich eine Kraft und eine Leidenschaft entwickeln, die ich sonst nie nicht habe? Genau jetzt habe ich die Zeit. Der Jerry Seoane hat sich 8 Jahre lang vorbereitet, auf den Schritt, Profitrainer zu werden. 8 Jahre lang Gras gefressen, auf gut Deutsch gesagt, damit er genau der parat ist, wenn er die Chance bekommt. Er hat nicht gewusst, ob er die Chance bekommt, aber er hat sie bekommen, hat sie genützt. Er ist innerhalb von 1 Jahr 2-mal Trainer des Jahres geworden. Das ist Leidenschaft, das ist Biss. Das nehme ich mit aus dem Gespräch, das für mich extrem wertvoll war und ich hoffe für dich auch. Damit wir gesund bleiben, damit wir uns weiterhin auch fit behalten, damit wir auch Abwehrkräfte entwickeln können in dieser Situation, sind wir extrem froh, dass wir wieder Tipps haben von Simon Dorizzi, wie wir uns ernähren können und was wir in Bezug auf unsere körperliche Fitness machen können. Ich selber möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, du hast heute profitieren von unserem Format und freue mich, wenn du auch weiterhin dabei bist. Hallo zusammen. Eine weitere Fitnessübung wäre etwas für den Rücken. Ich glaube, das wäre im Moment angebracht, weil die meisten von euch im Moment Homeoffice haben und sich vielleicht nicht gleich viel bewegen im Alltag wie sonst. Man hat weniger Fußweg, man hat weniger Bewegung als solches, man fährt nicht von A nach B, bewegt sich per se eigentlich wirklich recht viel weniger. Wenn man sehr viel sitzt im Homeoffice, ist das ein weiteres Problem. Der untere Rücken, der meistens bei den meisten Leuten ein bisschen schwach ist, kann man aber relativ einfach trainieren. Eine weitere Übung, die ich euch zeige, wie sie geht, wäre der Schwimmer. Das heisst, ihr liegt auf dem Bauch, streckt eure Arme, streckt eure Füße und eigentlich die Beine kommen ab dem Oberschenkel, ab dem Boden. Und jetzt geht ihr in eine Auf-Ab-Bewegung. Die Bewegung einmal eine Minute oder zwei durchheben. Wenn euch das zu einfach ist, nehmt zum Beispiel eine Flasche und nehmt die oben als Gewicht und bewegt sie genau gleich. Ihr könnt auch schwerere Gewichte nehmen, wenn ihr gut trainiert seid. Die Frage ist einfach, mag ich es heben, mag ich es eine Minute, zwei so durchziehen? Und wenn ja, könnt ihr mit Gewicht arbeiten. Probiert es aus, tut euch am Rücken etwas Gutes und trainiert zwischen ihnen ein bisschen, damit ihr auch noch den Rest dieser Zeit ausharren könnt beim Sitzen. Ich wünsche euch ganz einen guten Tag. Bis bald. Tschüss zusammen.